Splitter brauchen wir hier noch. Förderband Splitter. Das ist falsch. Los, Rakete! Flieg und Sieg! Das ist nicht falsch rum. Das ist ja richtig rum. Gasmaske! Milestone reached. Gas masks and filter parts will ensure increased odds of survival in gas-based hazardous environments. Fixit Incorporated would like to extend the friendly advice to not forget to change filters regularly. Ich hasse es manchmal. Man sieht manchmal einfach nicht, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Und das ist richtig. Das muss jetzt wohin? Da. So. Warst du jetzt schon am schweren Rahmen bauen? Nee, ne? Nein. Okay. Dafür fehlen mir auch noch einige Sachen. Aber Motoren hatten wir schon gebaut. Motoren hattest du gemacht. Genau, da meintest du ja, wir haben alles und ich habe zusammengeklebt. Ja, haben wir auch. Ja, haben wir jetzt auch. Ja, heul doch nicht. Ich heul doch auch nicht, ich hab's ja nur gesagt. And the base keep So, ich habe schon wieder vergessen, was ich brauche. Die hier, glaube ich. Und das hier? Das ist ein intelligenter Splitter, der hier jetzt recht doof ist. Den muss ich eigentlich rübersetzen. Irgendwo waren die modularen Rahmen. Die waren, glaube ich, hier drüben. Und Schrauben haben wir auch irgendwo versteckt. Angeblich soll man übrigens ein 60 Grad, ne 90 Grad Dings hier machen können. Na was? 90 Grad Kurven bei den Fließbändern? Ja. Ja. Wie denn? Da wo die Kurve ist, gehst du einfach zwei Schritte zur Seite. Mit dem Mausrad kannst du ja drehen, wie das dann positioniert sein soll. Also entweder gehst du zwei Steps vor der Kurve, machst du dann einen Klick und dann zwei Steps nach der Kurve, dann hast du ja automatisch schon eine 90 Grad Kurve. Oder du machst es irgendwie anders. Ja, 100 für einen, also brauche ich 1000. So, Kupferblech und Draht produzieren wir jetzt hier oben. You know, mit den 90 Grad Kurven. Jetzt muss ich nur noch das fixen. Okay, also nicht. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen, wie ich das am besten mache. Am besten mache ich jetzt hier... Nein! Am besten haue ich die Tür eine Wand dazwischen. Hm. Nein. Am besten nein! Ein intelligenter Splitter, wo ist denn, da ist meine Werkbank. Die brauche ich. Ich brauche einen KI-Begrenzer. So. Dann brauchen wir den intelligenten Splitter hier vor. Den müssen wir weg. Warte mal. Hier kommen die raus. Das heißt, wir brauchen hier einen Fusionator. Der produziert 30. Der ist direkt angeschlossen, das heißt, er müsste ja gehen. Mittlerer Ausgang, Draht. Geht aber nicht. Es fließt nicht. Es fließt einfach nicht. Sie fließt mich einfach nicht. Wir haben da 6000 Draht drin. Okay. Moment, vielleicht kann ich den einen hier näher ransetzen. Dann hätte ich das Problem ja schon gar nicht mehr.
das Ende und dann noch zu kämpfen bereit. Nichts gegen diese. Ah, da ist er ja wieder. So, wenn du dann noch baust, fülle ich da schon mal was rein. Wo rein? In den nächsten Milestone. Alternativer Flüssigkeitstransport. Du weißt, dass ich mit jeder Menge Draht kommen kann, ne? Ja, das ist gut, weil hier nämlich nichts mehr kommt. Jo. Warum staut sich das denn hier schon wieder? Warum staut sich das hier? Wo staut es sich? Nein! Oh, diese Röhre! Ach, das muss hier neu verkabelt werden, oder? Warte mal. Jo! Das musste neu verkabelt werden. Bevor ich jetzt dreimal laufe, gucke ich lieber vorher einmal nach. Wo? Was? Ich guck schon mal, was der Milestone danach ist. Das ist das mit Power. Da brauchen wir Gummi. Das haben wir. Normale Computer haben wir noch nicht, aber bald. Vielleicht irgendwann. Und schwere modulare Rahmen. Ach du Kacke. Gesundheit. Danke. Ja, du willst mir ja immer noch nicht Dings in meine Fabrik liefern. Was denn? Kohle. Ja, Kohle läuft an deiner Fabrik vorbei. Das geht in unsere Hauptbasis. Ja, und das ist ja das Problem. Ich brauche zusätzlich noch ein Kohlevorkommen. Ja, da musst du mal eins finden. Du bist der Rohstoffbeschaffer. Das war die falsche Tube. Wo bist du denn? Zu deiner Basis. Zu meiner? Ja. Ich wollte aber woanders hin. Warum kommst du denn nicht in meine Basis? Da muss ich gleich hin. Ich muss erstmal woanders hin, bevor ich das vergesse. Hä, hey, hatte ich nicht irgendwas im Inventar? Ach, egal. Fump. So, das dauert jetzt ein bisschen. Ich gehe in die Küche. Tolles Geräusch. Wo will er denn hin? Will er zum Öl? Ich glaube, er will zum Öl. Naja, wenn er denn will. So, was wollte ich eigentlich nochmal? Ach ja, ich wollte die... alternativen Flüssigkeitsabtransport. Das war mal wieder so eine typische Aktion, die nur mir passieren konnte. Welche? Ich mach den Cappuccino-Deckel auf, mach mir drei Löffel in die Tasse, steck den Löffel wieder. Er packt den Löffel weg. Will den Deckel drauf machen. Hau ihn natürlich nicht mittig drauf, also so ganz knapp schräg, dass sich der Deckel in die Dose dreht, das Pulver rausschleudert mit Schwung und der Deckel dann neben der Dose liegt. Genau wie die Hälfte des Pulvers.
Für die Gasmaske brauchen wir 100 Gewebe, 100 Kunststoff und 100 Gummi. Ja, dann bräuchten wir mal 100 Gewebe, ne? Gibt's nicht irgendwie eine bessere Möglichkeit für Gewebe oder so? Also gibt's da nicht irgendwas? Weiß ich nicht. Aktuell haben wir nur das mit den Pilzen. Ich glaube, es ist nicht so klug, jetzt irgendwie anzufangen, aus dem Kupferdraht Kabel zu machen in meiner Base, oder? Das bringt jetzt nicht wirklich, weil wir ja Kabel total viele haben. Ja, und die Frage ist, wofür brauchen wir das gerade? Das war die falsche Röhre! What? Ja, what? Was denn? Ich glaube, ich bin gleich tot. Was machst du denn? Das Spiel hat mich aus der Welt geschossen. Ich wollte in der Röhre umdrehen. Und auf einmal war ich weg. Mein Wasser ist warm. Fuck. Was stimmt denn mit dem nicht? Was ist los mit diesem Mensch? So, wunderbar. Als nächstes. Ja gut, an meine Sachen komme ich jetzt ja auch nicht dran. Wo kommst du nicht ran? An meine Leichenkiste. Oh doch, die ist... Die ist in der Nähe gespawnt. Alles gut. Also, laut Karte ist sie zumindest da. Siehst du übrigens die Karte, die ich aufgedeckt habe, da links vom Ölfeld? Ich guck gerade nicht, ich verkleide gerade meine Fabrik. Als was denn? Wir haben doch gar kein Halloween. Okay, dann guckst du halt nicht. Mann, ey. Ich wollte nur wissen, ob das bei dir auch sichtbar ist. Ich bin übrigens rechts auf der Map wieder rausgekommen. Wenn du ganz rauszoomst. Das ist die ganze Map. Ich bin so weit nach links geflogen, dass ich rechts rauskam. Mit was bist du denn da rausgeflogen? Ich weiß es nicht. Ich wollte in der Hypertube umdrehen. Auf einmal hat es mich mit 300 Milliarden km/h weggeschossen. 300 Milliarden km/h? Ja. Sicher. Wurdest du geblitzt oder woher weißt du das? Ich bin rechts rausgekommen aus der Map, während ich durch die Todeszone geflogen bin. Also irgendeine Geschwindigkeit musste ich drauf gehabt haben. Was hast du denn da so gesehen? So? Was war denn da so? Nur ein helles weißes Licht. Es war vorher lila. Ein dann helles weiß. Weißes Licht, sag. So, wenn der leer ist, kann ich den auch abreißen. Dann brauchen wir den hier unten nämlich nicht mehr. Dann mache ich den Überschuss, leite ich den da oben raus. Und der geht einfach nur geradeaus hier hoch. Holst du gerade Kunststoff oder was war dein Plan? Nein, ich hole meine Leiche. Ich hole meine Leiche. Okay. Wenn ich sie denn finde. Kev, wir haben zu viel Kupferblech. Wir haben zu viel Kupferdraht. Ja, das kann gar nicht sein. Es steigt sehr schnell. Ja, dann können wir diese AI-Splitter doch automatisiert bauen. Wir haben doch hier dieses Katerium, was wir nur für Draht benutzen bis jetzt. Und wir haben... Ach, geil, das liegt auf der Hypertube. Warte mal, Katerium habe ich auch hier bei mir.
Meinst du, willst die Linie einfach abzwacken? Weil wir die dann nicht mehr in der Hauptbasis brauchen, weil da eh nur Draht rauskommt. Ja. Oh, danke, Spiel, dass ich meine Sachen wieder hab. Was ist denn das hier? Da passiert gerade auch irgendwie gar nichts mehr, weil sie keinen Power hat. Warum hat das Ding... Du hast es ausgemacht. Vor allen Dingen ist das ein reines Vorkommen. Das ist total gut. Was meinst du, wie viel Katerium ich hier rausziehen kann? Maximal 270 aktuell. Ja, aktuell. Aber das wird ja heftiger. Ja. Boop. Ganz deiner Meinung. Ich weiß auch nicht, wie ich mich noch in meiner Fabrik zurechtfinde. Gar nicht wahrscheinlich. Ganz ehrlich, komm her und guck dir meine Kupferhalle an und hör auf zu schwadronieren. Das ist wunderbar so. Ich habe dazugelernt. Ich habe übrigens eine Lösung für unser Ölproblem gefunden. Und wie? Naja, wenn man ja was mit Öl macht, dann kommt ja diese Schwerölreststände raus. Ja. Die muss man ja irgendwie verbraten. Ja. Die können wir ja in Sachen pumpen wie diese Kohle, die da rauskommt. Die man damit machen kann. Und das haben wir einfach in so einen Awesome Sink rein und dann ist es weg. Oder auch nicht. Ah ne, doch, es braucht noch Strom. Mann. Ich dachte gerade, das wird nicht genommen. Warum gehe ich gerade so viel? Sag mal, was kann ich aktuell aus Katerium machen? Nur den Draht. Ich glaube, da können wir nur den Draht rausmachen, ja? Grundsätzlich nur, auch später nichts anderes. Nur den Draht. Na, wir können ja diese Ingots draus machen. Und aus denen machen wir Draht. Ja, mehr geht da, glaube ich, nicht raus. Okay. Aber... Wie man den Draht herstellt, gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Möglichkeiten später. Ja gut, wir können Draht und Draht herstellen. Na, egal. Geht denn das jetzt nicht mehr? Ich kann auf einmal nicht mehr Dingsen. Dingsen? Ja, ich kann es. Ach so, dafür. Ja, okay, ich weiß warum. Dafür braucht man mindestens zwei Platz. Oh nein, du hast die Coupons rausgenommen. Ja. Wir hatten einen konstanten Stream von 11.000 Punkten die Minute und dann ist es irgendwann eingebrochen. Keine Ahnung, wann das war. So, naja. was wolltest du haben? Du wolltest Fensterwände haben. Ja, die sind aber zu teuer. Wieso? Ja, die kosten 9 Tickets und wir haben 1. Ich habe 13 Tickets. Ich könnte aber auch das Rohrkreuzungspaket und das Eckrampenpaket machen. Oder das... Ja. Rohrkreuzung? Oder... Warte. Nein. Wir machen was anderes. Nein. Wir machen invertiertes Eckrampenpaket. Dann machen wir das Eckrampenpaket und das Fundamenterweiterungspaket. Ah ja. Das wurden. Oh, wieso ist der Löffel so heiß? Und wieso habe ich nur eine Info von einer Sache davon bekommen?
Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil es die letzte war. Glasfundament. Sorg für einen ebenen Boden, auf dem du das von einer Last angepasst hast. Rahmenfundament. Was ist denn warum eigentlich ein Rahmenfundament? Was ist daran ein Vorteil? Weiß ich nicht. Vielleicht kann man ja da durchklicken oder so, weil das nur Gitterstäbe sind. Shitboat. Was genau sind invertierte Rahmen? Invertierte Rampen. Was ist an invertierten Rampen cool? Down Corner. Eckrampe. Auf jeden Fall haben wir da jetzt ein bisschen was. Aber jetzt müssen wir aber auch erstmal wieder sammeln. Wieso macht das Beep Beep? Habe ich gerade Schaden genommen? Oh ja. Der Schaden genommen beim Land. Da war ja was. Was hat dir Schaden zugefügt? Die Hyper Tube. Der Ausgang. Was machst du da eigentlich, ey? Das ist doch... Eines Tages wirst du dich noch umbringen, mein Junge. Ach ja, dann ist es halt so. Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star. Und du bist ein Schmock. Du bist ein Schmock. Ich kann den Knopf jetzt drücken. Soll ich mal den Knaller zünden? Und dann tut es mir leid, dann ist es zu spät. Ich zünd jetzt den Knaller, wenn du nix. Nein, nicht alles einlagern! Fuck! Ja, mach. Ich zünd jetzt den Knaller. Ja, mach. Alternative Flüssigkeitstransport. Fluids can now be packaged to allow for transportation via vehicle and conveyor belts. Additionally, highly improved biofuel can now be produced. Erweiterte Energieinfrastruktur. Das ist das erste von... Ach du Scheiße. Treibstoffgenerator. Förderband MK4. Liquid Biofuel. Jetpack. Ich kann jetzt flüssigen Treibstoff herstellen. Ei, ei, ei. Ahahaha. Oh, no, und dance. Alles okay? weil ich Französisch gesungen habe, oder was? Ich habe eher gedacht, du hast einen Schlaganfall, aber okay. Also ist alles gut. Ich hab mir nur Sorgen gemacht, ja. Jetzt sagt man nichts mehr. Ich hab mir eine Fritz-Cola geholt, du Bob. Hä? Was ist hä? Wo bin ich hier? Habe ich die falsche Hypertube genommen? Oder hast du die weitergebaut? Nee, ich habe hier gar nichts gebaut. Ich habe die falsche Hypertube genommen. Genau. Werf mal den ganzen Scheiß aus den Kisten raus, den wir nicht in Kisten brauchen. Mach das. Viel Spaß dabei.
Hab ich auch gerade. So, und jetzt kann ich endlich das machen, was ich schon die ganze Zeit machen will. Was denn? So, und ich klaue uns jetzt Katerium. Hier weiterbauen. Ich klaue uns jetzt Katerium. Okay. So, das ist eingestellt. Ich 11, irgendwas. Der macht 60. Kalkulon. So. Was ist Kalkulon? 60 durch 18,75. Das macht nicht. Heißt 3,2. Was ist Kalkulon? Kalkulon ist ein Roboter. Achso. So. Haben wir jetzt diese Wandsockets eigentlich? Für Strom? Nee, ne? Nein! Okay! Ja, ich hab doch was. Ich hab doch gesagt, was ich kaufe. Okay. Sorry, dass ich nochmal gefragt hab. Ja, schäm dich. Die Fritz-Cola wird mir helfen, nicht mehr so viel zu gähnen. Wohin gehen Sie denn? Was ist denn hier passiert? Fu. Und Fahrer. Was ist wo passiert? Was soll wo passiert sein? Nirgends. Ich habe mich nur gewundert, weil die eine Maschine anders war. I'm a Lumberjack and I'm okay. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr aufsteigen. Dann brauche ich hier mal eben eine Kiste. Was hauen wir denn da mal rein? Warum habe ich Kohle im Inventar? Warum habe ich ganz viele Sachen im Inventar? Warum nicht? So, wie war das nochmal mit den Steinen? Die konnte man doch irgendwie wegsprengen. Ja. Und wie? Brauchst du Bomben und einen Zünder? Hab ich alles nicht. Ja, soll ich mal vorbeikommen? Ja. Komm vorbei und spreng mir die weg, das wäre super. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ich muss nur noch mal kurz neuen Sprengstoff holen, wenn ich mir jetzt gemerkt hätte, wo ich das produziere. Ich glaube hier. Wieso kommt hier kein neuer Schwefel an? Was ist denn hier passiert? Apropos Schwefel brauche ich auch noch. Ja, es wundert mich gerade, dass hier nichts Neues gebaut wird. Ja, nichts Neues ankommt. Gucke ich mir gleich an. Erstmal die richtige Tube finden. Die war es nicht. Ich glaube, die hier drüben ist. Das ist eine von den beiden. Wohin willst du denn? Zu dir sollte ich doch. Ach so nah bist du schon. Ich soll dir Sachen wegsprengen. Und auf einmal fragst du mich, wo ich hin will. Ich habe ganz vergessen, wie viel Spaß dir das macht. Ja, natürlich. Das macht ja auch Bumm. So. Was muss denn weg? Alles hier drüben oder was? Die ganzen Steine hier. Okay. Dann kann ich hier nämlich meine Katerium-Halle machen. Okay. Büsche gehen auch mal mit weg dann. Wenn ich der Röhrig wäre, dann hätte ich's gar nicht schwer. Ich sprenge alles weg, bis auch den letzten Dreck. Hier sind die Büsche da, jetzt bin ich mehr da.
Mein TNT geht leer. Und ich will Pommes. Okay. Zack! Hier noch. Und da noch. Oh, das ist der perfekte Moment, um hier so eine... Hier noch. Hier noch. Au! Holy shit! Was denn? Au! Was denn? Gegner. Hier ist ein Gegner, an dem jetzt Dynamit klebt. Das ist ja schade. Eckenrampe hoch. Ah, so ist das. Okay. Ja. Ah ja, und das ist die invertierte Rampe. Das heißt, wenn ich diese hier hinsetze... Irgendeine von den Rampen sind auch cool zum Bauen, weil die keine Kollision haben. Das habe ich schon gelernt. Okay. So, willst du mal gucken? Ich glaube, hier fliegt jetzt einiges in die Luft. Hoffentlich. Wo denn? Ja, der Berg. Moment. Ich würde einen Schritt übrigens hier von den Steinen weggehen, aber sonst zünde ich in 5, 4, ich will selbst einen besseren Ausblick haben, 3, 2, 1. Frohes neues Jahr! Ich hab's einfach Büsche vergessen. Hallo. Willst du dir meine Kupferhalle angucken? Ja, hier ist ein Loch. Jetzt nicht mehr. Wo ist denn die Kupferhalle? Komm mit. Wenn ich dich sehen würde, wäre das einfacher, aber ja. Hier. Wieso siehst du mich nicht? Wo bin... Du stehst bei mir immer noch am gleichen Ort rum. Und zwar genau hier. Okay, ich gehe mal einfach vorhin. Ich werde schon finden. Hier läuft nämlich Kupfer lang. Das ist doch mal... Das sieht doch aus wie eine Kupferhalle dann. Und das meinst du auch mit meinem Gebilde ist im Weg. Guck hier. Hier ist das Förderband, wo Kupfer reingeht. Ja. Dann geht das in diese ganzen Schmelzen. Auf der anderen Seite dann eben zwei, die... Drei, guck, auf der anderen Seite hast du die Fusionatoren, die das abtransportieren. Hast du 9 Stück? Ja. Hast du das Kupfer overclockt oder wie? Ja, auf 270. Oh, dieser Junge. Wo bist denn du gerade? Ach so, also. Auf dem Fahrstuhl. Genau, du siehst hier die ganzen Dinger. So, und dann geht das alles nach oben. Komm mal mit, hier die Rampe von deiner. Ja. Dann. Das ist meine Rampe missbraucht. Ja. Yeah. So, dann gehen wir an den anderen Ausgangspunkt. Musst du einmal hier durchkommen. So, hier kommt das hoch. Dann läuft das in einen intelligenten Splitter, wo ich den Überschuss noch in der Mitte rausfahren lassen will. Da kommt nämlich, bleibt nämlich ein bisschen was über. Und dann geht das links und rechts ab. Rechts einmal zu Kupferblech. Und links zu Kupferdraht. Auf der anderen Seite wieder die Fusionatoren, wo das dann abtransportiert wird. Und das wird dann alles in dieses Lager hier oben geleitet. Upp. Was jetzt gleich voll ist. Oh, das ist ja voll komisch. Was? Dass du immer alle Sachen vermischen musst. Aber ich habe das doch schön gebaut, oder nicht? Ja, aber ich bin trotzdem verwirrt, dass du immer 2 Rohstoffe in eine Lagerkiste packst. Das soll ja hier nicht bleiben. Das Lager bleibt hier nicht. Das habe ich nur gemacht, damit ich das nicht verschwende jetzt aktuell. Okay. Aber so ist es doch gut, oder? Ja. Voll übersichtlich und strukturiert. Ja. Und das meinte ich mit, meine Kupferhalle ist besser als meine Eisenhalle. Und theoretisch kannst du es ja nochmal nach oben hin erweitern, indem du dann einfach am Ende... Hier so sagst du hier neben Fließband, was dann ein Stockwerk höher geht, und dann gehen wir da mal damit in die andere Richtung. Ja, genau. Und jetzt reiße ich das mal ab und muss irgendwo die Kupferbahn reinpropfen. Fuck, das Ding ist schon voll. Du kannst die Kupferbahn sonst auch hier unten in den Lagercontainer
Der wird eigentlich gar nicht mehr gebraucht, aber den hatte ich auch nur, um das abzufangen. Moment, das ist nicht die richtige Handel? Bei den Schmelzen unten, wo Kupferbarren entstehen, da ist ein Lagercontainer. Unten bei der Rampe, bei deiner Säule. Da kannst du es reinmachen, dann kommt das in den Schredder. Alles kommt in die Schredder. Siehst du mich eigentlich wieder? Oder nicht? Ein bisschen hin und wieder. Also ich habe jetzt alles weg leider an gehärteten Eisenplatten. Deswegen werde ich das jetzt mal... Werde ich das Förderband jetzt mal wegnehmen. Damit sich da wieder ein bisschen was anhäuft, denn die brauchen wir. Wird da überhaupt noch anständig produziert? 67% irgendwas... Und das ist halt das Problem in der Eisenhalle. Dass die nicht anständig... Wo ist denn die Eisenhalle? Warum geht hier nichts raus? Du bist die Eisenhalle, oder? Das sieht doch aus wie eine Eisenhalle. Warum geht da nichts raus? Warte mal. Ich muss es mal beobachten. Also, hier. Der eine hier ist voll. Aber jetzt bewegt es sich. Bei dem einen Manufaktor funktioniert irgendwie gerade nichts. Ich muss mal ein Stockwerk höher. Und hier kommt das ganze Zeug an, ne? Was ist denn hier? Ist das ein Splitter? Das ist ein Splitter, ne? Splitter, Splitter. Ist da weg? Splitter, Splitter. Einer von den Manufaktoren funktioniert nicht mehr. Der produziert. Der produziert auch ein bisschen langsam. Zwei laufen hier nur mit 50%, weil du es auch nur so betreibst. Wieso denn? Hier diese beiden hier. Welche? Die machen ja Eisenplatten. Was? Ich stehe hier auf einem. Die mittleren. Das sind ja 6 Fließbänder, die hochgehen. Und die mittleren beiden machen ja Eisenplatten. Die brauchen 30 Eisen pro Minute. Wo bist denn du? Ja, oben in deinem Eisen. Da, wo Eisenbarren zu Eisenplatten werden. Oben? Ganz ja, oben. Mittleres Stockwerk. Zweiter Stock. Über den Schmelzen. Ja, hier. Siehst du mich? Ja. Ja. Der unter mir, der kann gar nicht funktionieren. Wieso nicht? Weil du ihm 30 hochschickst, aber die 30, die übers Fließband ankommen, splittest du auf. Einmal in den hier, weswegen er nur mit 50% läuft. Und hier in die Mitte zu anderen Eisenplatten, die hier mit 100% laufen müssten. Also du hast ja 2x30 Input und packst es in 3 Maschinen rein. Und also du hast 60 Input, aber betreibst 90 Input damit. Oh, du hast recht. Das kann gar nicht gehen. Weil ich hab das falsch gemacht. Und bei denen hier drüben auch. Hier hast du auch 60 Input, die du kriegst, und 90, die du verlangst. Dann habe ich das aber überall falsch. Hast du ganz rechts auch Eisenplatten oder Eisenstangen? Mann, dann habe ich ja falsch gerechnet. Ich weiß auch, was für einen Fehler ich gemacht habe. Ich habe aus Versehen statt... Das, was ich an Eisenbarren brauche, gelesen. Das bei den Eisenplatten gelesen. Da steht ja 20 Teile pro Minute. Und dann habe ich das falsch gemacht. Ja. Wobei das auch ziemlich merkwürdig ist, aus einem großen Barren weniger Platten rauszukriegen. Aber ja gut. Wird schon stimmen. Sind große Platten. Ah. Das heißt, im Prinzip kann ich den ganzen Scheiß nochmal bauen. Das funktioniert dann ja alles nicht mehr.
Ja. Oder du musst irgendwie mehr Eisen rankarren und die ganzen Schmelzen übertakten. Da freust du dich schon drauf, wa? Weil wir bis dahin die anderen Sachen haben, wie Supercomputer und so. Nicht Supercomputer, normale Computer. Du hast beim Sprengen einen Stein vergessen. Und der stört mich leider. Der hier. Nicht da hinten. Hier. Ach, der hier drüben. Clean up.